Sie werden lernen, was Schmerz. Glück auf, Schalt aus dem Schacht und willkommen zu einem weiteren Video von Black Imus. Ja, Leute, ich lebe noch, auch wenn ich jetzt lang nicht bei Xbox Live Online gewesen bin. Warum, erzähle ich euch gleich vorab wieder was zum Gameplay. Und zwar ist das hier ein Team Deathmatch auf der Map Express, gespielt mit der DSR nach dem Patch. Und ich glaube, es waren 31-3, also richtig geil. Ich habe die Gegner total zerfetzt. Hat richtig Bock gemacht. Ich weiß, dass einige Leute jetzt schreiben werden, ja, ich kann das besser und so. Das weiß ich mittlerweile. Aber ich find's trotzdem richtig geil. Ich hatte dabei die kugelsichere Weste, Zähigkeit, Leichtgewicht, nicht flinke Hände, sondern Gewandtheit und Taktikmaske. Und ja, wie gesagt, ihr werdet in dem Video sehen, dass ich gut abgehe. Schaut sich auf jeden Fall mal an. Und der eigentliche Grund, warum ich das Video mache, ist, dass ich euch bekannt geben möchte, dass ich jetzt einen zweiten Account habe. Warum habe ich einen zweiten Account? Ganz einfach, ich habe ja vor 5 Monaten erst angefangen mit Xbox zocken und Black Ops 2 war mein erster Online-Shooter. Und ich habe da ein paar Fehler gemacht, die ich halt jetzt bereue. Und deshalb habe ich den zweiten Account gemacht. Zum einen war es halt, dass ich gedacht habe, wenn man Prestige Master ist, dass man die Standard-Klassenplätze automatisch freigeschaltet bekommt, was leider nicht der Fall war und das nervt mich ein bisschen, weil ich gerne die 10 Plätze hätte. Und zum anderen war es halt so, dass ich, wie gesagt, mal angefangen habe, ich dann noch nicht so gut war und Diamant-Sniper gemacht habe und dann meine KD ein bisschen verrissen habe und das Ganze wollte ich jetzt mal anders machen und zwar, ich wollte gern wissen, wie gut ich mittlerweile geworden bin und welche KD ich schaffe, beziehungsweise welche ich halten kann. Und da habe ich mir halt gedacht, komm, dann machst du halt einen zweiten Account, weil zurücksetzen konnte ich mich nicht. Denn den letzten Prestige-Token hatte ich für den 6. Klassenplatz ausgegeben und damit hatte sich das Thema Zurücksetzen auch erledigt. Ja, und ich spiele jetzt circa 3 Tage mit dem neuen Account, habe das erste Prestige fast fertig, mir fehlt bloß noch ein Level, dann bin ich 55, habe jetzt eine KD von 2,11, die KD von der DSR ist 2,04 und von der Ballista ist es 2,09, glaube ich. Und das finde ich eigentlich schon richtig gut, also für meine Verhältnisse finde ich das richtig gut. Und mal sehen, was halt in Zukunft so sein wird, ob ich die überhaupt halten kann, was ich mir halt nicht wirklich vorstellen kann, weil es schon verdammt schwer ist mit der Sniper. Einige werden jetzt sagen, ja, Sniper ist einfach, aber ich finde es halt trotzdem schwer, ist auch egal. Dazu kommt halt noch, dass ich mich entschlossen habe, die zwei Accounts auch sinnvoll zu nutzen. Und zwar könnt ihr mich immer gerne bei Black Imus anschreiben. Ich werde den Account auch noch öfters spielen. Und ich möchte ihn halt einfach dazu nutzen, um mit meinen Abonnenten und Freunden ein bisschen zu zocken, wo ich halt nicht auf die KD oder sonst irgendwas achte. Weil bei dem neuen Account ich halt wirklich mal versuchen will, auf KD zu spielen. Und bin halt gespannt, was da rauskommt. Und ich werde auf den neuen Account auf jeden Fall auch keine einzige Freundesanfrage annehmen. Aus dem einfachen Grund, ich habe in letzter Zeit mal gesucht nach Lag Compensation, ob es da vielleicht irgendwelche Möglichkeiten gibt, das noch ein bisschen zu verbessern und bin auf einen interessanten Beitrag gestoßen. Da war unter anderem vom Commander Krieger und er hat mal halt erwähnt, beziehungsweise sogar getestet, dass je mehr Freunde man auf der Freundesliste hat und Nachrichten bekommt, desto mehr Lags können entstehen. Aus dem ganz einfachen Grund, wenn viele Freunde online sind und zocken, wird ja immer wieder die Statistik aktualisiert, wie viele Abschüsse sie gemacht haben und bla bla bla. Und das kann halt dazu führen, dass man selber Lags bekommt. Und da ich ja bei dem neuen Account mal ein bisschen drauf achten wollte auf meiner KD und ich da halt wie gesagt überhaupt keine Lags gebrauchen kann, werde ich deshalb niemand auf die Freundesliste nehmen. Ihr könnt mich zwar gerne anschreiben, ich werde auf jeden Fall auch antworten, vielleicht auch mal eine Party joinen, mal ein bisschen labern, vielleicht sogar mal zusammen in Gameplay spielen oder so. Aber wie gesagt, Freundesanfragen werde ich definitiv nicht annehmen. Da könnt ihr mir halt, wie gesagt, auf meinen alten Account schreiben, da werde ich euch definitiv annehmen, weil der dafür da sein soll, dass ich ein bisschen mit meinen Abonnenten was zusammen machen kann. Ihr wisst ja, mir ist das ziemlich wichtig, zusammen mit meinen Abonnenten ein bisschen was zu machen, zusammen zocken oder sonst irgendwas, weil, wie gesagt, ein YouTuber ohne seine Abonnenten bzw. aktiven Abonnenten ist halt auch nichts wert. Und ich möchte euch da einfach ein bisschen einbeziehen, deshalb habe ich mich entschieden, den ersten Account dafür zu nutzen und den zweiten dann halt für mich, wenn ich mal in Ruhe spielen will. Der zweite Account heißt Chase Black Imus. Chase, ganz einfach. Wir haben ja den Sniper-Clan gegründet und er heißt momentan Chase Gaming. Vielleicht ändert sich ja nochmal was am Name. Muss ich sehen, was der Leader, also Billy, so richtig vorhat. Auf jeden Fall heiße ich erstmal so, dass er mich halt findet. Wie gesagt, werde es auch unten in die Beschreibung nochmal reinschreiben.
Und ja, das soll es auch eigentlich schon gewesen sein. Wie gesagt, ich genieße gerade selber hier das Gameplay noch einmal. Ich finde es einfach geil. Auch wenn jetzt keine großartigen Feeds drin sind. Die sind sowieso momentan sehr schwer geworden mit der DSR. Also ich bin da auf jeden Fall dran für die neue Montage, die auch bald kommen wird. Und es gestaltet sich halt ein bisschen schwierig mit der DSR da gescheite Feeds zu reißen. Aber ich denke, ich kriege das noch hin und seid auf jeden Fall gespannt. Ansonsten, Leute, bleibt wie immer geschmeidig, locker flockig von der Hüfte. Bis zum nächsten Video. Euer Black Imus. Zeit für den Lohn.